Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von den Leipziger Verkehrsbetrieben. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Und das ist genau dann der richtige Spruch, wenn zum Beispiel mal wieder das Wetter nicht mitspielt, man keine Zeit oder auch kein Geld hat, um 2 Wochen lang weit wegzufahren. Aber von uns gibt es ein paar schöne Tipps. Also damit erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei der neuen Ausgabe von In Leipzig. Das Tolle an der Neuseenlandschaft rund um Leipzig ist aber, dass auch hier Urlaubsfeeling aufkommt, wenn man die entsprechenden Ecken und Angebote kennt. Und genau darüber wollen wir Sie heute informieren, das Ganze aber ganz entspannt, denn es ist ja Urlaub. Und dieses schmucke Gerät hier, das wird mir dabei behilflich sein, die verschiedenen Orte anzusteuern. Und unsere erste Station ist der Schladitzer See. Tja, jetzt noch Sonne pur und richtig warme Temperaturen, das wäre zwar toll, aber eigentlich ist es ja so am See schon so richtig schön. Und das Praktische mit so einem Wohnmobil ist, dass man sich keine Gedanken machen muss, ob man abends wieder pünktlich zu Hause ist. Man hat sein Zuhause ja immer mit dabei. Und das sage ich nicht, um Sie jetzt neidisch zu machen. Nein, ich möchte Sie eher neugierig machen. Ja, und so einen Ausflug mit dem Wohnmobil zu machen, das ist ja jetzt einfacher als je zuvor. Mit dem Caravan-Zentrum Leipzig. Und von dort ist jetzt Anja Kämpfe bei mir mit guten Nachrichten. Hallo Frau Kämpfe, ich grüße Sie. Hallo. Welche Neuigkeiten gibt es denn aktuell bei Ihnen im Caravan-Zentrum Leipzig? Wir sind umgezogen in die Pfaffendorfer Straße, sind also jetzt sehr zentral. Und von dort aus bieten wir Verkauf von Wohnmobilen an, die Vermietung von Wohnmobilen und auch einen großen Zubehörshop. Was muss ich denn genau machen, wenn ich so ein Wohnmobil mieten möchte? Sie könnten uns kontaktieren, indem Sie uns anrufen oder einfach vorbeikommen. Und dann würden wir Sie beraten, welches Wohnmobil am besten zu Ihrer Reise passt. Und würden Ihnen dann ein individuelles Angebot erstellen. Und brauche ich da besondere Fähigkeiten oder Kenntnisse, um so ein Wohnmobil fahren zu können? Eigentlich nicht. Die normale Fahrpraxis reicht dazu eigentlich aus. Und die Fahrzeuge sind alle bis 3,5 Tonnen, sind also mit einem normalen Führerschein zu fahren. Mhm. Für welche Ausflugsziele in der näheren Umgebung ist denn so ein Wohnmobil geeignet? Also das Wohnmobil eignet sich eigentlich für alle Ziele, die in der Nähe sind und zum Beispiel Campingplätze aufweisen. Da hätten wir zum Beispiel Mecklenburger Seenplatte oder den Spreewald oder eben auch das Leipziger Neuseenland. Sie bieten ja nun auch viele Freizeitangebote, wie zum Beispiel die Caravan Aktivtour an. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie läuft das ab und was ist das Besondere daran? Die Caravan Aktivtour, die bieten wir zusammen mit dem Tourismusverbund Leipziger Neuseenland an. Und das beinhaltet ein verlängertes Wochenende mit dem Caravan im Leipziger Neuseenland. Also 5 Tage für Übernachtungen an 3 verschiedenen Seen. Und dort kann man eben die verschiedenen Gegebenheiten der Seen besonders gut nutzen. Zum Beispiel an der Schladitzer Bucht wäre das ein Schnupperkurs bei der Firma All on Sea mit dem Angebot Tauchen, Segeln, Kiten oder Surfen. Und ich denke, das ist eine ganz gute Möglichkeit, die Seen sehr gut kennenzulernen. Ich denke mir, dass wir die Neugier einiger Zuschauer bestimmt geweckt haben werden. Also wer was wissen will, wo und wie findet er Sie in Leipzig nochmal ganz genau? Also Sie finden uns in der Pfaffendorfer Straße, Haus Nummer 4 bis 10. Das ist nach dem Görtler Ring in Richtung Zoo auf den ersten 150 Metern. Frau Kämpfe, also ich hoffe, in Ihrem Urlaub ist das Wetter schöner als jetzt hier gerade auf dem Platz. Ich wünsche Ihnen ein paar schöne Urlaubstage. Danke für das Gespräch und die Infos. Und danke auch, dass ich mit diesem schicken Wohnmobil durch die Gegend fahren darf. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Baden wie zu Urgroßmutters Zeiten, das kann man am Hainaer Ufer des Schladitzer Sees hier hinter mir. Nur knapp 15 Minuten von der Leipziger Innenstadt entfernt entsteht der Biedermeier Strand. Eine Badeanlage nach dem Vorbild der Biedermeier Zeit. Das Ganze ist ein deutschlandweit einzigartiges Strandkonzept und eine Zeitreise der ganz besonderen Art. Christoph Zwiener ist Bühnenautor aus Hainer. Philipp Sawatzke betreibt in dem kleinen Ortsteil von Schkeuditz eine Pension. Doch eigentlich schlägt ihr Herz für die Biedermeierzeit von 1800 bis in die goldenen 20er.
Da verwundert es nicht, dass beide am Hainaer Strand hier am Schladitzer See auch im Biedermeier-Stil gekleidet sind. Wir befinden uns hier am Biedermeier Strand und da bewegt man sich in der Kleidung angemessen und fühlt sich natürlich auch in den Sachen wohl. Man glaubt ja gar nicht, wie anders man sich bewegt, wenn man diese Kleidung anhat. Der Herr, der lüft schon mal ganz charmant den Zylinder, wenn er da am sieht. Und die Frauen bewegen sich auch sehr stolz in der Kleidung. Ein deutschlandweit einzigartiges Strandmodell nach den Idealen der Biedermeierzeit. Charmant, sauber und höflich. Dazu gehören auch historische Strandhäuschen vor der malerischen Kulisse des Schladitzer Sees. Der Hainaer Strandverein zählt mittlerweile 42 Mitglieder. Sie alle treffen sich einmal in der Woche, um ganz im Stil der Biedermeierzeit zu baden, zu flanieren oder gemeinsame Nachmittage auf der historischen Schiffsschaukel zu verbringen. Die Schiffsschaukel ist so ein ganz bekanntes Jahrmarktspektakel, was man in der Zeit sehr, sehr gern benutzt hat. Und wir haben uns so ein altes Gerät an Land ziehen können und sind heilfroh, dass wir dieses Herzstück in unserer Biedermeier-Parkanlage jetzt hier zur Verfügung haben. Sommerfrische? Höflich? Charmant? Picknick? Begriffe aus dieser Zeit. Und der Strandverein hat eine große Vision. Ja, bereits vorhanden am Strand ist die Luftschaukel, die historische von 1926 und eine Bühne, wo unsere diversen Vorstellungen stattfinden. Zukunftsmusik ist das Grammophoncafé, das Kulturstrandhaus für Übernachtung von Chören und Orchestern und die historische Badeanstalt. Und das wird, denken wir mal, Ende 2014 realisiert sein. Über 100.000 Euro will der Verein investieren, damit das Modell bis 2014 in die Realität umgesetzt werden kann. Aber bis dahin wollen die Mitglieder nicht untätig sein. Der Strandverein lädt 2012 erstmals zu den Biedermeier Strandfestspielen ein. Von Konzerten, Musicals über Lesungen bis hin zum großen Biedermeier Strandfest. Hier am Museumsstrand des Hainaer Strandvereins können die Besucher den Sommer über eine ganz besondere Zeitreise erleben. Einer der ältesten Seen im Raum Leipzig ist zugleich auch der bekannteste, und zwar der Kulkwitzer See, kurz Kulki. Und genau zu dem fahre ich jetzt. Inzwischen bin ich nun hier am Kulkwitzer See, den viele aber nur von der Leipziger Seite aus kennen. Seit der offiziellen Eröffnung im Jahr 1973 gibt es Badespaß am und im Kulki. Aber auch hier gegenüber am Markranstädter Ufer wird sich einiges tun. Bisher war es ja da eher etwas ruhig, doch die Stadt Markranstädt hat einiges getan und auch weiterhin einiges vor. Und genau darüber möchte ich jetzt mit der Bürgermeisterin von Markranstädt sprechen. Es ist Carina Radon, herzlich willkommen. Guten Tag auch Ihnen. Wunderbar. Und hier am Westufer des Kulkwitzer Sees plant ja die Stadt Markranstädt auch einiges. Was denn genau? Sie merken heute das Wetter. Wir haben hier Sommer- und Urlaubsfeeling. Das wollen wir natürlich verstärken. Und das ganzjährig, wenn es geht. Wir haben einen großen Bebauungsplan über einen Geltungsbereich von etwa 32 Hektar. Und das Erste ist natürlich, was ganz wichtig ist, dass wir unseren Ortskern hier auch an den See vernünftig anbinden, dass wir die Vereine, die hier am Ufer ansässig sind, auch mit entsprechendem Baurecht den Bestand sichern und dass wir natürlich mit einer Promenade für unsere Bevölkerung auch aus den Ortsteilen entsprechend angenehme Aufenthaltsatmosphäre hier schaffen können. Was konnten Sie denn davon bereits umsetzen? Also im Moment sieht man hier eine große Baustelle, die von den kommunalen Wasserwerken geführt wird oder realisiert wird. Das ist die große Bodenfilteranlage für das Regenwasser, was hier dann gereinigt in den Kulkwitzer See fließen soll. Im Moment wird es ja noch ungereinigt aus der alten Wohnsiedlung hier eingeleitet. Und es ist uns ja ganz wichtig, dass wir uns die Wasserqualität hier erhalten am Kulkwitzer See. Dafür sind wir ja über die Region hinaus bekannt, gerade als Tauchgewässer. Und das sind die ersten Maßnahmen, die hier letztendlich laufen. Zum anderen haben wir einen Fördermittelbescheid über 3,4 Millionen bekommen und sind so in die Lage versetzt, jetzt eine Uferpromenade zu bauen.
Sie haben auf jeden Fall Visionen und ganz sicher ja auch hier für das Westufer. Also wie soll es denn in ein paar Jahren aussehen? Was soll die Besucher dann hier erwarten? Na, wichtig ist, dass zum Beispiel erstmal alle Besucher vernünftig hier an den Kulkwitzer See kommen. Und man erkennt natürlich an dem vorhandenen Wegesystem, dass es nicht besonders gut geeignet ist für Familien, die mit Kinderwagen hier langkommen. Ob das für Menschen, die also Unterstützung brauchen, sei es ein Rollator oder auch ein Behinderter, die mit dem Rollstuhl fahren können. Das ist im Moment ganz schlecht, die Bedingung, sodass wir dort erstmal die Voraussetzungen schaffen, hier Aufenthaltsqualität. Ganz wichtig ist uns das Baurecht für die Vereine. Der Seglerverein hat das also schon schmerzlich gespürt, die gerne baulich verändern wollten, nicht konnten. Das gleiche der Kanuverein. Dort erfolgen jetzt auch Angebote, dass wir zum Beispiel Kanuverleih anbieten können. Also auch Leistungen, die die Menschen hier auf dieser Seite in Anspruch nehmen können und ergänzen somit das Angebot auf der anderen Seite des Kulkwitzer Sees. Also wir befinden uns nicht in Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Und wichtig ist, dass dieser Rundweg wieder ein Großteil realisiert wird, unter anderem auch zwischen der Wasserskianlage und unserem angrenzenden Gebiet der Stadt Markranstädt. Das wird auch realisiert. Und da ist eigentlich ganz wichtig, dass die Menschen sich hier wohlfühlen, dass die Markranstädter hierher kommen. Das ist unsere Vision, ihre Angebote hier am See wahrnehmen zu können. Touristische, und wir haben ja eine Vision, als lebenswerteste Stadt Sachsens uns zu entwickeln. Und da gehören neben Wohnen natürlich auch die Freizeitangebote und Kultur, alles das, was wir hier dann noch bieten können. Frau Radon, Sie strahlen auf alle Fälle so, dass man Ihnen einfach nur die Daumen drücken kann, um Ihre Pläne umsetzen zu können. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und viel Erfolg dabei und hoffe, wir sehen uns in ein paar Jahren oder vielleicht auch schon eher wieder hier. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und sage Tschüss, bis bald. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. So, ich bin jetzt hier am Markkleeberger See und ich steige auch gleich um. Motorisiert geht's weiter, nämlich mit dem Motorboot. Wer am Markkleeberger See am Kanupark steht, der ahnt, es wird sportlich. Aber dabei muss es nicht immer das Tretboot oder eben hier das Kanu sein, um sich am, im oder auf dem Wasser sportlich zu betätigen. Und das weiß auch Michael Glaser, der Geschäftsführer und Projektleiter von All on Sea hier am Markkleeberger See. Hallo Michael, ich grüße dich. Hallo, grüß dich. All on Sea, vielleicht klären wir das gleich mal ganz am Anfang. Was macht ihr denn alles auf See? Ja, wie der Name schon sagt, haben wir natürlich sehr, sehr viel im Angebot. Das reicht also vom Windsurfen über das Kitesurfen, über das Segeln, über das Katamaransegeln speziell. Seit 2 Jahren eben auch das Tauchen und das Freitauchen im Angebot. Und speziell hier am Standort Markkleeberger See, wir sehen ja im Hintergrund heute den Kanupark, macht es natürlich besonders viel Sinn, auch mal sich ein Kanu zu schnappen und einfach auf den See rauszupaddeln. Wir haben im Hintergrund eine Insel, wo wir nachher noch einen kleinen Abstecher hinmachen werden. Also den See erkunden, das ist dieses Jahr auch so ein bisschen das Hauptmotto für die meisten Leute. Sich ein Boot schnappen, einfach mal über den See paddeln oder auch mit dem Stand-Up-Paddleboard. Das ist ja eine relativ neue Trendsportart, die jetzt im Kommen ist und auch für jedermann zu beherrschen geht. Und nun gibt's, das hast du ja letztes Jahr schon mal probiert, ne? Ja, genau. Also unsere Zuschauer werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich da schon drauf stand. Ich habe hier vorhin auch schon jemanden gesehen. Es sieht wirklich toll aus und es hat auch viel Spaß gemacht. Aber so gibt es ja jedes Jahr eigentlich ein paar Sportarten, die so der Renner sind. Ja. Was ist es denn diesmal hier am See? Das ist in diesem Jahr tatsächlich, das Windsurfen kommt hier immer mehr auf. Das Stand-Up-Paddling und das Paddeln, das ist tatsächlich der Renner. Dazu sagen muss ich allerdings, wir haben hier eine sehr, sehr gute Sportboot-Führerschein-Ausbildung. Man sieht ja, dass es ja auch relativ ruhig ist in der Ecke des Sees. Das heißt also, wer sich hier im Bereich Sportboot-Führerscheine weiterbilden möchte, einen Führerschein ablegen möchte für die Binnen- oder Seeschulung bis hin zum Hochseeschein, ist das hier im Hintergrund an der Segelschule der Seglermanufaktur möglich. Jetzt sind wir natürlich hier im Motorboot unterwegs. Das ist ja auch eine schöne Sache, finde ich. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen Speed geben, dass man auch mal sieht, was man hier so, wie es so ist, dass wir gucken können? Wir können ja gerne mal einen kurzen Schlag zu der Insel machen und schauen einfach mal, wie es dort aussieht, oder? So, jetzt haben wir hier auch diese Insel im Hintergrund und tauchen.
Was kann man da jetzt machen? Genau, das ist also so das Spezielle hier am See, dass wir eben auch geführte Bootstauchgänge anbieten, die wir eben wirklich auch mit Guide empfehlen, weil wir haben hier im Bereich der Insel den tiefsten Punkt des Sees mit über 60 Meter, wo natürlich auch gewisse Gefahren lauern. Das ist also kein See, wo man sagt, er ist besonders anfängertauglich, also aber in Begleitung von geschultem Personal ist das eben sinnvoll, beziehungsweise wenn es eben geübte Taucher sind. Jetzt sind wir ja mit dem Motorboot bis hier raus. Kann das eigentlich jeder machen? Also wer darf hier fahren? Also es ist so, dass dieser See nicht fürs Motorbootfahren freigegeben ist. Das ist tatsächlich eben für die Sportbootführerscheinausbildung nutzbar, beziehungsweise Bewirtschaftungsboote oder aber Rettungsverkehr. Okay, ja. Dann ist vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe hier auf dem See, momentan noch jedenfalls. Wir müssen aber nochmal ans andere Ende, denn wir wollen mal ganz gerne noch zur Schleuse gucken. Kommen wir gleich noch, also machen wir noch eine kleine Fahrt. Schnell rüber und schauen uns das Ganze an. Michael, jetzt sind wir hier an der Schleuse zum Stürmthaler See. Also was wird denn passieren, wenn die geöffnet werden kann? Also wir rechnen erstmal in diesem Jahr ab September mit den ersten Probedurchgängen und dass wir eventuell im nächsten Jahr die Freigabe bekommen und tatsächlich der Bootsverkehr stattfinden kann, vom Markleberge zum Stürmthaler See. Und das macht natürlich das Ganze viel interessanter. Die Leute haben die Möglichkeit, sich Boote auszuleihen oder mit eigenen Booten eben auch einen anderen See zu erkunden und, sagen wir mal, perspektivisch eben dann auch bis in die Innenstadt zu fahren, bis in die Leipziger City hinein. Und für euch noch ein neues Betätigungsfeld nehme ich doch mal an, oder? Ja, wir bieten also pünktlich dazu mit Beginn des neuen Jahres, sobald also die Allgemeinverfügung für den Stürmthaler See steht, auch Kanutouren, geführte Kanutouren an, direkt vom Kanupark aus an. Durch die Schleuse durch und dann geht's los. Und zu All on Sea. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Ich hoffe, ihr habt an diesem Sommer noch ganz viel zu tun und sag mal sportfrei. Bis zum nächsten Mal dann, Michael. Ja, liebe Zuschauer, also wenn man hier hinten noch ein bisschen Vorstellungskraft hat, dann könnte man ihn schon sehen, den Stürmthaler See, ein kleines Stückchen weiter gen Süden. Er ist der drittgrößte im Leipziger Neuseenland und ist durch die Flutung des ehemaligen Tagebaus Espenhain entstanden. Eine schwimmende Insel gibt es dort schon, der touristische Ausbau ist in vollem Gange. Ja, und die Flutung des Sees, die soll noch in diesem Sommer abgeschlossen werden. Also Schritt für Schritt hin zum nächsten Freizeitparadies. Unweit des Stürmthaler Sees in Groß-Pösna liegt der Bergbautechnikpark. Auch hier ist die touristische Saison eröffnet, denn ab sofort kann man die Großgeräte zu festen Öffnungszeiten in Augenschein nehmen. Das Freilichtmuseum soll sich so immer mehr zum touristischen Anziehungspunkt im Leipziger Süden entwickeln. Ein weiteres Highlight ist das Labyrinth der verlorenen Orte. Wir sind jetzt gerade hier im Labyrinth der verlorenen Orte, was nun endgültig fertiggestellt ist, mit einem symbolischen Dorfplatz in der Mitte, wo wir dann die Orte und Ortsteile angebracht haben mit Tafeln vom ehemaligen Tagebau Espenhain, die hier verschwunden sind. Ein Ort der Erinnerung. Auf dem Gelände des ehemaligen Tagebaus Espenhain will der Park den kompletten Förderzyklus in einem Braunkohletagebau darstellen. Nachvollziehbar und authentisch, auch durch die beiden Tagebau-Großgeräte. Der Park hat bis zum 31. Oktober, Donnerstag bis Sonntag und auch feiertags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Und im Juli und August, Samstag auch bis 18 Uhr. Der Stürmthaler See wird im Herbst seinen Endwasserstand erreichen. Dann soll auch die künftige Bootsschleuse zum Markleberger See fertiggestellt sein. Sie wird für 5,2 Millionen Euro gebaut, um den Höhenunterschied zwischen beiden Seen auszugleichen. Der wird nach der Flutung des Stürmthaler Sees rund 4 Meter betragen. Momentan ist es so, dass wir die Betonarbeiten komplett abgeschlossen haben, haben die Rückverfüllung der Baugrube fertig und beginnen jetzt die Ausstattungsarbeiten, das heißt Stahlwasserbau, die Schleusentore sind eingehangen worden. Und auch die Gestaltung der beiden Vorhäfen ist fast fertig. Durch die bereits fertiggestellte Hubbrücke können mittelgroße Segelboote von einem in den anderen See fahren. Besonders wichtig für den Wassertourismus. Wir wissen heute schon, dass im Prinzip ein großes Fahrgastschiff zwischen den beiden Seen pendeln wird. Sicherlich werden auch Segelboote in naher Zukunft dann hier diese Passage befahren und natürlich auch muskelbetriebene Boote, sodass sicherlich das große Problem sein wird, alle unter einen Hut zu bekommen. Deshalb wird der Kanal auch mit Kameras ausgestattet. Die Bootsschleuse soll Mitte September fertig sein und dann in den Testbetrieb gehen. Ein weiteres Highlight am Stürmthaler See, Vineta.
Die schwimmende Insel auf dem Stürmtaler See gibt es bereits seit einem Jahr. Sie symbolisiert die verlorene Magdeburger Kirche und ist Mahnmal für die Orte, die dem Tagebau Espenhain weichen mussten. Ja, also man kann die Veneta pur erleben, das heißt mit unserer Fähre eine Führungsfahrt machen, die eine Stunde andauert, wo man Informationen zum Tagebau erhält und auch zum Projekt Veneta und was hier im Stürmtaler See entstehen wird. Man kann aber auch die Veneta als Veranstaltungsort mieten, als Privatperson oder als Firma, um dort ein Fest zu feiern. Aber auch um Konzerte oder Lesungen zu besuchen oder sich sogar inmitten des Sees standesamtlich trauen zu lassen. Und noch ein Tipp: Wer den Stürmtaler See zu Wasser und zu Land mit dem Amphibienfahrzeug erkunden will, der sollte sich beeilen, denn höchstwahrscheinlich ist das Fahrzeug nur noch in diesem Sommer auf dem See unterwegs. Was mich ja nur noch ganz dringend interessiert, ist die Entwicklung am Zwenkauer See. Also ein guter Grund, da mal hinzuschauen. Und zwar jetzt. Vieles haben wir nun heute schon entdeckt, aber ein See darf dabei nicht fehlen, denn auch hier gibt es viele interessante Entwicklungen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Und so stehe ich jetzt nicht ganz zufällig am sogenannten Kap in Zwenkau und ebenfalls nicht ganz zufällig ist mein nächster Gesprächsgast hier. Es ist Benedikt Karlstadt. Er ist von der Sächsischen Seebad Zwenkau GmbH und Co. KG. Ich grüße Sie ganz herzlich. Herzlich willkommen am Zwenkauer See. Herr Karlstadt, wie weit sind Sie denn jetzt hier mit der Hafenentwicklung am Kap Zwenkau? Also welche Projekte konnten schon umgesetzt werden? Der Hafen ist ja schon seit 2009 im Erdbau fertiggestellt. Im vergangenen Jahr kam dann die Erschließung drumherum, das heißt die Straßen, die Plätze. Wir sehen das auch sehr gut hier hinter uns, beispielsweise die Sitzstufen an den zwei unterschiedlichen Platzniveaus. Das ist alles bereits fertiggestellt. Begonnen haben in diesem Jahr auch die ersten gewerblichen Baumaßnahmen im Hafenumfeld. Denn wenn man an einen Hafen denkt, dann denkt man natürlich auch beispielsweise an Gastronomie, an Ferienwohnen. Die ersten Projekte der Art sind jetzt gestartet und im Moment warten wir am Hafen insbesondere auf das Wasser. Auch im nächsten Jahr geht es fleißig weiter. Da werden wir nämlich den technischen Hafen mit Bootswaschplatz und so weiter und so fort erschließen. Was entsteht denn nun aktuell am Südufer? Hier entsteht ja ein komplett neuer Stadtteil für die Stadt Zwenkau. Im Moment ist es insbesondere so, dass unsere privaten Bauherren, die hier also ihre Wohnhäuser bauen, sehr aktiv sind. Das sieht man auch hinter uns, sind also eine ganze Menge an Bauvorhaben, die gerade laufen. Viele sind auch schon eingezogen und genießen den Blick auf den See. Da wird es auch fleißig weitergehen. Ich habe es gerade schon angesprochen, die ersten gewerblichen Baumaßnahmen sind jetzt gestartet. Und im Laufe des Jahres werden auch noch einige weitere Baumaßnahmen hier vor Ort starten. Das klingt alles sehr interessant. Ich würde auch sagen, wir reden gleich weiter, aber zuvor wollen wir uns noch ein bisschen genauer den Zwenkauer See anschauen, liebe Zuschauer. Und das zu Wasser und auch zu Land, denn rings um den See sind weitläufige Grün- und Parkflächen entstanden. Es gibt auch einen Naturlehrpfad, den Kitas und Schülergruppen sehr gern besuchen. Aber vorher laden wir Sie jetzt ein auf eine Bootstour mit der Santa Barbara. Guten Tag, werte Gäste. Ich begrüße Sie hier an Bord der Santa Barbara. Wir werden circa anderthalb Stunden gemeinsam auf diesem recht kleinen Zwenkauer Tagebausee verbringen. Willkommen an Bord der Santa Barbara. Ein Motorschiff, das dreimal täglich auf dem Zwenkauer See unterwegs ist. Schiffsführer Swietbert Scholz zeigt seinen Gästen den ehemaligen Tagebau Zwenkau samt Tier- und Pflanzenwelt. Und fast jeden Samstag wird auf dem Schiff sogar geheiratet. Ja, man kann heiraten auf alle Fälle, denn wir sind Trauzimmer der Stadt Zwenkau. Also wer sich traut, der traut sich bei uns hier auf dem Schiff. Ja, wir machen Klassenfahrten für die Eitrauer Zwenkau, für die Kinder vor allen Dingen. Die können in den Schulferien hier ihr Schiffspatent machen. Schiffsführer Scholz lässt die Kinder dann das etwa 52 Tonnen schwere Schiff manövrieren, bringt ihnen Seemannsknoten bei und erklärt Fachbegriffe wie Bug, Heck, Steuerbord oder Backbord. Die Rundfahrten mit der Santa Barbara starten Dienstag bis Sonntag jeweils um 14, 16 und 18 Uhr. Ein anderes Abenteuer für Groß und Klein ist der Naturlehrpfad Zwenkauer Eichholz, direkt am Zwenkauer See gelegen. Das heute etwa 150 Hektar große noch erhaltene Waldgebiet war einst als viel größerer Wald direkt mit dem Leipziger Auwald verbunden, wurde später jedoch durch den Tagebau reduziert. Auf dem Lehrpfad werden auf insgesamt 10 Tafeln Flora und Fauna im Eichholz erklärt. Man sieht also sämtliche Pflanzen, die hier vorwiegend vorkommen und also angefangen bei den krautigen Pflanzen
die Frühjahrsblüher, die unseren Wald ganz prächtig gestalten im Frühling, wenn das Oberlaub noch nicht da ist. Und dann haben wir natürlich auch die Bäume, die hier hauptsächlich vorkommen. Diese Schüler einer 5. Klasse können die Natur hautnah erleben. Biologieunterricht zum Anfassen also. Das freut auch die Lehrerin. Im Unterricht sitzen in den 4 Wänden ist zwar auch sehr schön, aber in der Natur kriegen die Kinder doch viel mehr mit. Man kann auch viel mehr erklären, anfassen. Und davon lebt ja auch die Biologie, der Biologieunterricht. Die Zwenkauer sind froh, dass sie ihr Eichholz retten konnten. Und auch die nahegelegene Lindenallee mit Trianon. Relikte der ehemaligen Schlossparkanlage des Rittergutes Aitra, die durch den Tagebau zerstört wurden. Dort sind wir angetan oder unterstützen die Pflege und Erhaltung und wollen auch, das haben wir zu unserem 20-jährigen Bestehen im Januar verkündet, dass die Achse der Lindenallee wieder verlängert wird, also dass die Sichtachse zum fiktiven Schloss Aitra wieder hergestellt wird. Zum See fahren die Buslinien 107 ab Konnewitzer Kreuz über Markleberg und die Expresslinie 100 ab Konnewitzer Kreuz direkt zum Zwenkauer Hafen in 45 Minuten. Der Wasserstand des Zwenkauer Sees steigt übrigens jeden Tag um 1 Zentimeter. 2014 soll der See dann der größte im Raum Leipzig sein. Ja, liebe Zuschauer, jetzt kann man hier so ein bisschen auch den See schon sehen, Herr Karlstadt. Also da ist natürlich noch eine ganze Menge an Wasser nötig, bis man hier auch wirklich komplett baden kann. Der See soll ja auch mal Hochwasserspeicher werden. Vielleicht können Sie das genauer erklären. Also es ist so, dass der See bis 2014 geflutet wird. Da fehlen ihm noch 10 Meter. Insofern hätten wir im Moment nichts gegen ein Hochwasser. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass im Rahmen des Tagebaus im Bereich Zwenkau rund 15 Millionen Kubikmeter Wasserrückhalteflächen verloren gegangen sind. Durch die Auwälder, die verloren gegangen sind, Reste davon sehen wir noch hier im Eichholz. Und bei den Planungen für den Zwenkauer See hat man das berücksichtigt und hat gesagt, wir brauchen einen neuen Hochwasserschutzbereich auch für die Stadt Leipzig, denn da beginnt man das zu spüren dann entsprechend. Und deshalb ist der Zwenkauer See auch ein Hochwasserschutzreservoir. Das heißt, im Falle eines Jahrhunderthochwassers auf der Weißen Elster, die im Westen am See vorbeifließt, kann Wasser von der Weißen Elster in den Zwenkauer See abgeschlagen werden. Das Bauwerk, das dafür notwendig ist, wird jetzt gerade gebaut. Ende Juli, Anfang August ist es fertig und ab dann besteht also der Schutz auch für die Stadt Leipzig. Nun soll ja auch mit der neuen Hart am Nordufer des Sees ein weiteres Highlight hier entstehen. Was genau ist da geplant? Im Masterplan für den See aus dem Jahre 2004, 2005, da spielte allerdings noch die Olympiabewerbung der Stadt Leipzig eine Rolle. Wir wissen, es ist eine andere Stadt mit L geworden. Sind für den Bereich Sport- und Freizeitflächen vorgesehen und genau diese Entwicklung wird es am Nordufer auch geben. Was heißt Sport und Freizeit? Das ist zum Beispiel das Thema Ferienwohnen, das sind Strandbereiche für die Schwimmer, für Katamaranfahrer, Surfer, Kiter. Das sind aber auch zum Beispiel Campingeinrichtungen in diesem Bereich. Ab 2015 frühestens wird es dort baulich losgehen und im Moment sind wir gemeinsam mit dem Zweckverband Neue Hart dabei, die Planungen dort weiterzuentwickeln. Das sind viele tolle Visionen für den Zwenkauer See. Ich wünsche Ihnen viel Glück und viel Kraft bei der Umsetzung der Pläne und danke Ihnen fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ebenfalls herzlichen Dank. Nachdem wir ja nun so viel über die aktuellen Entwicklungen im Leipziger Neuseenland erfahren haben, muss ich mich revidieren. Sommer ist eben nicht nur das, was in deinem Kopf stattfindet, sondern das, was man draus macht. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir Ihnen ein paar Anregungen für den einen oder anderen Ausflug mit auf den Weg geben konnten. Vielleicht ja sogar mit meinem schicken Wohnmobil hier vom Caravanzentrum Leipzig. Mir hat es jedenfalls richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Und wenn, dann schauen Sie doch zur nächsten in Leipzig-Sendung wieder rein. Die gibt es am Dienstag, den 14. August, wie gewohnt, hier bei Leipzig Fernsehen. Wer noch einen schönen Urlaub vor sich hat, ich wünsche Ihnen ein paar schöne Tage. Allen anderen sage ich Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von den Leipziger Verkehrsbetrieben.